Anwesende und Freunde des Archivs, liebe Schwestern und Brüder in Jesus Christus. Heute jährt sich zum 181. Mal der Jahrestag der Aussonderung der Apostel, die am 14. Juli 1835 zu ihrem Dienst bei der christlichen Kirche ausgesondert wurden. Wir ergreifen die Gelegenheit, auch in diesem Jahr an diesen besonderen apostolischen Feiertag zu erinnern. Welche Bedeutung hat dieser Tag? Im Mittelalter kannte die Kirche den Zwölf-Boten-Tag oder Zwölf-Apostel-Tag, der gewöhnlich am 15. Juli gefeiert wurde, aber schon lange kaum mehr bekannt ist. Es ist sicher kein Zufall, dass die Aussendung jener zwölf englischen Apostel im Jahr 1835 im unmittelbaren zeitlichen Umfeld auch dieses Tages gefeiert wurde, in direkter Kontinuität der Aussendung der urkirchlichen Apostel. Der 15. Juli stand in der alten Kirche ja, für das Lossenden der ursprünglichen, der urkirchlichen Apostel. Dies betonte auch den Anspruch dieser zweiten Aussendung, das neue Apostolat sollte das alte fortsetzen, korrigieren und vollenden. Die christlichen wurden als katholisch-apostolische Gemeinden bekannt, aus denen sich mittelbar zahlreiche weitere Gemeinschaften entwickelten. Das Ziel der Einigung aller Christen unter der Hand der Apostel haben auch diese nicht erreicht. Heute ist der 14. Juli als Gedenktag fast vergessen. In der alten Gottesdienstordnung der katholisch-apostolischen Gemeinden wird dieser Tag jedoch als besonderer Feiertag genannt. Er wurde seit 1852 gefeiert und ist mit eigenen liturgischen Vorschriften bedacht. Im Abendmahlsgottesdienst wurde eine besondere Fürbitte gehalten, deren Beginn ich an dieser Stelle aus der Norddeutschen Liturgie vorlesen möchte. Aus dem Gedenkgebet für die Entschlafenen: Wir gedenken in Sonderheit an diesem Tage deiner heiligen Apostel, die du im Anfang aussandtest, deine Kirche zu sammeln und zu leiten, die nun von ihrer Arbeit ruhen und ihres Lohnes warten. Und auch derjenigen, welche du zu deinem Dienst in diesen letzten Tagen ausgesondert hast, am 14. Juli 1835, vor 181 Jahren, und die entschlafen sind. Wir gedenken auch der Propheten, Evangelisten und Hirten, welche mit jenen gearbeitet haben am Evangelium, nur mit ihnen ohne Frieden. Nach weiteren Fürbitten antwortet die Gemeinde mit dem Vers: Lass sie ruhen in deinem Frieden und erwachen zu einer fröhlichen Auferstehung. In diesem Frieden wollen wir den heutigen Abend gestalten, als Gedenkabend, der auf die Anfänge des apostolischen Werks blickt, ohne Glorifizierung oder Verurteilung. Heute Abend erwarten uns katholisch-apostolische Texte, Lieder aus dem katholisch-apostolischen Gesangbuch, der Hymnologium. Und wir wollen auch zum ersten Mal bei einer solchen Gelegenheit einen Psalm gemeinsam anstimmen. Wir haben das bei einigen Veranstaltungen schon gemacht und geübt und einige der Teilnehmer von damals sind auch heute hier, sodass wir es, denke ich, mal wagen können. Es ist Psalm 42, wie der Hirsch schreit nach frischem Wasser, den wir auch auf dem Antependium des großen Altars im Archiv angedeutet finden. Das ist also ein Motiv, das genau darauf abspielt, der Hirsch, der nach frischem Wasser schreit. Möge dieser Abend ein apostolischer Abend im Blick auf unsere gemeinsame Kultur und Geschichte, auch über die apostolischen hinausweisen, in die ganze Kirche Christi hinein, ein Rückblick und Ausblick zugleich, der neben dem dankbaren Gedenken auch in die Zukunft weist. Ich wünsche uns allen einen besinnlichen Abend. Thank you.
Wir warten aber eines neuen Himmels und einer neuen Erde nach seiner Verheißung, in welchem Gerechtigkeit wohnt. Darum, meine Lieben, die weit ihr darauf warten sollt, so tut Fleiß, dass ihr vor ihm unbefleckt und unsträflich im Frieden erfunden werdet. Und die Geduld unseres Herrn achtet für eure Seligkeit, wie auch unser lieber Bruder Paulus und der Weisheit, die ihm gegeben ist, euch geschrieben hat. Liebe Brüder, wieder haben wir den 14. Juli hinter uns, den Gedenktag der Entstehung und Begründung des Werkes Gottes zu dieser Zeit, des Werkes, wodurch der Herr mit den bestehenden Verhältnissen der Kirche einen gesegneten Abschluss herbeiführen will. Es kommt hierbei nicht darauf an, was die Gesamte der Getauften dazu sagt, wie die Kirche im Großen und Ganzen dazu steht, sondern darauf kommt es an, was Gott getan hat und welche Gedanken der auszuführende Begriff steht. Gott selber ist der Handelnde in seiner Kirche und es kommt viel darauf an, wie sein Volk zu seiner Tat steht. Er hat die bestehenden Ordnungen in der Kirche in allen ihren Parteien nicht verworfen, aber er hat seine ursprünglichen Ordnungen inmitten der Kirche aufgerichtet, weil eben diese der Kirche eigentümlichen Ordnungen allein nur geeignet sind, eine gewisse Vollkommenheit herzustellen. Vor allem war es das apostolische Amt, welches der Herr wiedergab, das Amt, welches allein nur die Kirche im Sinn des Herrn leiten und regieren kann, durch welches der Kirche allein nur der vollkommene Segen erteilt werden kann. Die Männer, die der Herr in unserer Zeit zu seinen Aposteln berufen hat, sie haben gearbeitet und gewirkt, insoweit sie Aufnahme gefunden haben, sie haben viel Segen gespendet und die Hoffnung belebt, die beinahe in der Kirche verschwunden war. Sie haben Gemeinden gesammelt und Altäre aufgerichtet, Ordnungen festgesetzt und haben so ein Bild im Kleinen hergestellt, wie die ganze Kirche beschaffen sein sollte. Sie haben den Auftrag, den der Herr ihnen aufgegeben, ausgerichtet und die Zeit, die der Herr zur Bereitung seines Werkes bestimmt hatte, ist abgelaufen. Das ist uns schon des Öfteren gesagt worden und wir sagen es wieder, dass die Zeit abgelaufen ist. Wenn nun aber die Zeit des Werkes Gottes, welches er durch seine Apostel getan hat, nun wirklich abgelaufen und zu Ende ist, in welche Zeit sind wir denn nun gekommen? Diese überzählige Zeit, in der wir uns jetzt befinden, ist nichts anderes als eine Zeit der Prüfung für uns und eine Zeit der Geduld Gottes mit uns. Waren die vergangenen Tage des Werkes Gottes wichtig? Wie viel wichtiger sind die Tage, die er noch zulegt für uns und für alle Getauften? Es sind das Tage der Geduld Gottes, die wir nicht hoch genug veranschlagen können. Dass wir den ganzen Ernst unserer Lage erkennen, denn noch ist es Versäumte nachzuholen, noch ist umzukehren. Wir warten eines neuen Himmels und einer neuen Erde. Wir hoffen auf Dinge, die noch kein Auge gesehen und kein Ohr gehört hat. Wir sehen uns nach dem unbefleckten und unverweltlichen Erbe. Wir wissen sogar, dass wir in der zukünftigen Welt Könige und Priester sein sollen, angetan mit ewiger Herrlichkeit und Seligkeit. Sind wir zu all dem nun auch schon würdig vorbereitet? Sind wir unserer Sache so gewiss, dass es uns nicht fehlen wird? Dass ich keiner täuschen möchte. Dass wir nicht vergessen möchten, dass die Geduld Gottes unsere Seligkeit ist, dass nur die Geduld Gottes uns erretten kann. Wer sich nicht mit ganzem Ernst vorbereitet, der kann nicht bestehen. Und der wird nicht bestehen vor dem Herrn. Wer nicht wartet und hofft Tag und Nacht, von einer Morgenwache zur anderen, wer nicht von ganzem Herzen sich sehnt, der wird nicht geschickt sein, von dem Herrn angenommen zu werden als ein treuer Knecht. Die Geduld Gottes ist unsere Seligkeit. Er weiß, ob wir diese Gnadenzeit würdig benutzt haben, ob wir alles, was er gegeben hat zu unserer Vollendung, zu unserer Heiligung, ob wir das alles an uns so fruchtbar haben wirken lassen, dass wir dadurch Fortschritte gemacht haben. So wie Gott es weiß, wie wir stehen, so sollen auch wir wissen, wie es ungefähr mit uns steht. Der Herr selber ist unser Vorbild und sein Wort ist ein klarer Spiegel, worin wir uns spiegeln sollen, um zu sehen, wie wir am inwendigen Menschen beschaffen sind. Kann dann jeder selbst wohl wissen, wie es in seinem Herzen aussieht. Ob er eine Freudigkeit des Glaubens hat, ob er sich sehnt, bei dem Herrn zu sein, ob ihm die Zeit lang wert, um erquickt zu werden von dem Anschauen der Herrlichkeit des Herrn. Thank you.
stürmte das Volk von Paris die Bastille, das Staatsgefängnis, das Sinnbild der Willkürherrschaft, unter der sie bisher gestanden. Und daher feiert das französische Volk alljährlich den 14. Juli als Nationalfeiertag, zu Ehren der neuen Ordnung der Dinge, welche durch die französische Revolution eingeleitet worden ist. Am 14. Juli 1835 ließ der Herr in der Versammlung der sieben Gemeinden zu London als einer Vertretung der ganzen Kirche die Apostel, die er berufen und ordiniert hatte, von aller anderen kirchlichen Tätigkeit und Besonderheit befreien, damit sie sich hinfort den Dienst der allgemeinen Kirche allein hingeben könnten. Und daher feiert die Kirche, soweit sie bis jetzt Gottes Hand in diesem Werk anerkannt hat, den 14. Juli als Unterpfand der neuen Ordnung der Dinge, welche durch die Wiederherstellung des Regiments Jesu in seiner Kirche eingeleitet ist und durch seine persönliche Wiederkunft zu voller Entfaltung und Enthüllung kommen wird. Das ist die große Frage unserer Zeit, die große Entscheidung, vor die alle Christen gestellt werden, ob sie die neue Ordnung der Dinge annehmen wollen, die Jesus bringt, oder die neue Ordnung, die der gefallene Mensch aufrichten will, Gottes Hilfe oder Selbsthilfe. Die alte Ordnung der Dinge, wie sie sich im Papsttum, in den Staats- und Freikirchen und in den bisherigen, weil sie immer noch von Gott zeugt. Wir beten für ihre Träger. Wir hoffen, dass alle, die noch darin Gott dienen, zu der neuen Ordnung, die der Herr einführen will, ihre Zuflucht nehmen werden. Aber wir machen nicht gemeinsame Sachen mit dieser alten Ordnung. Sie gehört zu den Dingen, die beseitigt werden müssen, damit das unbewegliche Reich kommen kann. Auch bietet sie keinen Schutz gegen die Mächte der Gesetzlosigkeit und des Umsturzes. Solchen Schutz finden wir nur unter den wiederhergestellten Ordnungen des Herrn. Aber auch nur dann, wenn wir dabei immer auf ihn blicken, und in dem, was er bisher getan hat, nur eine Vorbereitung sehen auf sein persönliches Kommen. Wenn wir auf Menschen sehen, wenn wir die Ordnungen zum Selbstzweck machen, statt sie als Mittel zum Zweck unserer Bereitmachung zu benutzen, so führt das entweder zu einer Art Götzendienst mit Menschen und Ordnung, oder wir nehmen Anstoß an den Mängeln der Werkzeuge und werden dadurch an dem Werk irren. Es ist sein Werk. Er hat es angefangen, er allein kann es vollenden. Das können weder Apostel noch Koadjutoren noch Erzengel. Mit ihm haben wir es zu tun, an ihm müssen wir uns halten. Dann wird er uns bewahren, sowohl vor dem Zögern in den alten vergänglichen Dingen und vor dem bedauernden Zurückschauen auf sie, wie auch vor der Ansteckung des Geistes der Gesetzlosigkeit und Selbsthilfe. Er wird uns und alle, die noch zu ihm sich wenden werden, bewahren, vor dem Untergang sowohl in dem Gericht über Babylon wie bei der Vernichtung des Antichristen und des falschen Propheten. Und uns stellen vor sein Angesicht mit Freude.